Unsere Sonne. Rund, glatt und friedlich. Außer wenn sie plötzlich wahllos Strahlung und Plasma um sich spuckt. Solche Sonneneruptionen und koronale Massenauswürfe oder CMEs können die Erde treffen und schwerwiegende Folgen für die Menschheit haben. Wie genau läuft sowas ab? Wie schlimm können sie werden? Und können wir uns vor ihnen schützen? Die Sonne wirkt recht massiv. Dabei ist sie eher vergleichbar mit einem sehr heißen Ozean. So heiß, dass Atome in Elektrone und Atomkerne zerrissen werden, die dann als Plasma umeinander fließen. Das Plasma wird durch das Magnetfeld der Sonne umhergeschubst und geformt, so ähnlich wie das Gravitationsfeld der Sonne die Umlaufbahnen der Planeten formt. Aber Magnetismus ist etwas ganz anderes als Schwerkraft. Magnetismus ist Teil eines starken Duos, Elektromagnetismus. Elektrizität erzeugt magnetische Felder und magnetische Felder erzeugen Elektrizität. Auf der Sonne entsteht durch die Bewegung der elektrisch geladenen Protonen und Elektronen ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld beeinflusst wiederum den Fluss der Teilchen. Sie sind gefangen in einer Rückkopplungsschleife, genannt Dynamo, der das magnetische Feld der Sonne am Leben hält. Das magnetische Feld speichert enorme Mengen an Energie, die in das Sonnensystem abströmt. Dabei bringt es auch immer tröpfchenweise Sonnenplasma mit sich, wie Wolken kleine Regentropfen transportieren. Wir nennen diese Art von Weltraumwetter Sonnenwind. Aber es ist nicht immer so friedlich. Wenn das Plasma aufgewühlt wird und herumwirbelt, wird das magnetische Feld geknickt und verdreht. Das erzeugt magnetische Knoten, die enorme Energiemengen anhäufen. Wenn die magnetischen Knoten wie ein Gewirr von Sprungfedern zurückschnalzen, spuckt die Sonne Plasma und andere unangenehme Dinge ins Sonnensystem. Solche Sonnenstürme können viele Formen annehmen. Sonneneruptionen zum Beispiel sind eine Art Flutwelle aus extrem energiereicher Strahlung. Sie rasen mit Lichtgeschwindigkeit durchs Sonnensystem, saugen Protonen in den Sonnenwind und verwandeln ihn in einen solaren Hochgeschwindigkeits-Protonensturm. Außerdem gibt es koronale Massenauswürfe, die Millionen oder Milliarden Tonnen Plasma aus der Sonnenatmosphäre reißen und sie durch das Sonnensystem katapultieren mit Geschwindigkeiten von bis zu 9 Millionen kmh. Wenn diese Monster uns erwischen, passiert auf der Erde nichts. Obwohl selbst kleinere Stürme Satelliten zerstören, die Radiokommunikation beeinflussen oder Astronauten gefährlich werden können, ist das Weltraumwetter für Menschen auf der Erde harmlos. Die Erdatmosphäre schützt uns vor den schlimmsten Auswirkungen einer Sonneneruption. Lange bevor sie die Oberfläche erreicht, wird die Strahlung in den höheren Lagen der Atmosphäre abgefangen. Das energiereiche Plasma des CMEs wird vom Magnetfeld der Erde abgelenkt und der Energiesturm zu den Polen umgeleitet, wo die geladenen Partikel in die Atmosphäre fallen. Dadurch fangen sie an zu leuchten und erzeugen wunderschöne Polarlichter. Genau wie beim Wetter ist meistens alles okay. Aber manchmal kommt es auch zu Hurricanes. Oder im Fall der Sonne zu Supersonnenstürmen. Und wir wissen, dass sie ein- bis zweimal pro Jahrhundert auftreten. Wenn es heute soweit wäre, würden wir zuerst starke Sonneneruptionen bemerken. Wie der Blitz, der zuerst kommt. Nur, dass in dem Fall der Donner das Gefährliche ist. Er besteht aus einem CME aus Milliarden von Tonnen heißem magnetischem Plasma, das die 150 Millionen Kilometer zwischen Sonne und Erde in weniger als einem Tag zurücklegt. Im Anflug verursacht er eine Druckwelle, die das Magnetfeld der Erde mit enormer Kraft zusammenquetscht und Energie in die Magnetosphäre pumpt. Aber es geht noch schlimmer. Wenn das magnetische Feld des CMEs genau im richtigen Winkel zu dem der Erde steht, verschmelzen die beiden Felder. Während die magnetische Wolke über die Erde fegt, dehnt sich das magnetische Feld der Erde zu einem langen Schweif aus. Irgendwann ist im Schweif so viel Energie gespeichert, dass er abreißt und explosionsartig Energie Richtung Erde freisetzt. Ein geomagnetischer Sturm beginnt. Vor einigen Jahrhunderten hätte das niemanden interessiert. Für Maschinen aus Fleisch und Blut spielt so ein Sturm keine Rolle, aber für Maschinen aus Metall und Kabeln sehr wohl. Erinnerst du dich noch an den Dynamo? Magnetismus erzeugt elektrische Strömungen. Die Erde des 21. Jahrhunderts ist bedeckt mit Millionen von Kilometern von Kabeln, durch die Strom fließt, und Umspannwerken, die den Transfer ermöglichen.
Die Energie eines CME kann Strömungen in unserem Stromnetz hervorrufen, die es komplett zum Absturz bringen können. Oder schlimmer noch, sie können die Umspannwerke zerstören, die das Netz am Laufen halten. Das ist bereits passiert. 1989 ist nach einem starken Sonnensturm das Stromnetz in Quebec ausgefallen. Aber in den allermeisten Fällen merken wir das gar nicht, denn eigentlich wissen unsere Ingenieure, wie sie mit so einem Sturm umgehen müssen. Das letzte Mal, dass ein Sonnenhurrikan über die Erde gefegt ist, war 1859. Das sogenannte Carrington-Ereignis. Der größte geomagnetische Sturm, der jemals auf der Erde beobachtet wurde. Massive Polarlichter waren bis zur Karibik hin sichtbar. Mancherorts waren sie so hell, dass Menschen dachten, die Sonne wäre aufgegangen. Zum Glück gab es damals nur eine Art moderner Technologie: Telegraphen. Auf der ganzen Welt haben sie Funken gesprüht, den Nutzern Stromschläge verpasst und sind schließlich ausgefallen. Heute haben wir etwas mehr Technologie und das war's dann vielleicht bald mit unserem Glück. Früher oder später wird es wieder zu einem starken Sonnensturm kommen. Ein Sturm, ähnlich stark wie das Carrington-Ereignis, hat die Erde 2012 nur knapp verfehlt. Studien zufolge wäre es zu ernsthaften Schäden aller elektronischen Geräte weltweit gekommen, mit Kosten von bis zu 2,6 Billionen Dollar allein in den USA. Alle beschädigten Systeme zu ersetzen, hätte laut Schätzungen zwischen 4 und 10 Jahren gedauert. Es ist schwierig zu sagen, wie schlimm es wirklich geworden wäre. Experten sind sich uneinig. Einige nehmen an, es wäre nur zu kurzzeitigen Ausfällen gekommen, während andere meinen, es hätte weitaus schlimmer kommen können. Wir werden es nicht sicher sagen können, bis uns ein großer Sonnenhurrikan trifft. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird auf ca. 12% pro Jahrzehnt geschätzt. Das ist fast eine 50-50-Chance für mindestens einen Hurrikan in den nächsten 50 Jahren. Und es gibt noch mehr schlechte Nachrichten. Eine Studie von 2019 hat herausgefunden, dass auch ruhige Sterne wie unsere Sonne alle paar tausend Jahre Supereruptionen erzeugen können. Eruptionen dieser Größenordnung sind stärker als die heftigsten Stürme, die wir im Sonnensystem beobachtet haben. Wenn uns ein solcher Sturm unvorbereitet trifft, könnten die Konsequenzen katastrophal sein. Wie sehr wir von Elektrizität abhängen, muss man wohl nicht extra erwähnen. Wir würden nicht nur zu Hause im Dunkeln sitzen. Wir hätten auch keine Computer, keine Kommunikation, keine Navigation. Ein langanhaltender Stromausfall könnte zum Zusammenbruch unserer Versorgungskette führen. Die Wasserversorgung könnte ausfallen und den Generatoren in Krankenhäusern geht der Sprit aus. Supermärkte werden nicht aufgefüllt, während das Essen auf den Feldern verrottet. Der Mangel an Strom könnte es extrem schwer machen, unser kaputtes Stromnetz wiederherzustellen. Es könnte Jahre oder Jahrzehnte dauern, die Zivilisation wieder aufzubauen. Okay, Anlass zur Panik? Naja, das Video würde sicher besser geklickt, wenn wir hier den Weltuntergang prophezeien. Aber wahrscheinlich passiert das eher nicht. Obwohl Sonnenstürme nicht vorhersehbar sind, fast alle ihre üblen Auswirkungen sind es. Wissenschaftler, die die Sonne beobachten, haben ein paar Stunden, vielleicht sogar ein paar Tage, um einen CME vorherzusagen. Und Ingenieure, die an den Systemen arbeiten, die unsere Welt am Laufen halten, sind sich der Risiken eines Sonnensturms deutlich bewusst. Umspannwerke und Schaltanlagen können durch kurze prophylaktische Stromausfälle offline genommen werden. Oder in anderen Worten, Dinge einfach ausstöpseln. Ingenieure können zusätzliche Leitungen öffnen, um den überschüssigen Strom abzuleiten. Mit Investitionen und Aufrüstungen, die im Vergleich zu denen anderer Naturkatastrophen günstig wären, könnten wir unsere elektrischen Netze selbst gegen den fiesesten Sturm wappnen. Aber vorbereiten müssen wir uns. Das Risiko ist kontrollierbar, aber real. Unsere Sonne spendet uns warmes, angenehmes Licht. Aber eines Tages könnte sie uns ein Monster schicken. Und dann sind wir hoffentlich bereit.